Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 2. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, ihr werdet eine Timelapse sehen oder eben nicht, wenn es nicht funktioniert hat. Ihr seht, es hat funktioniert. Oh, jetzt leckt das gerade noch, das Spiel gerade ist neu gestartet. Ja, aber ich habe die Timelapse nicht gestartet. Beziehungsweise, ich habe sie schon gestartet. Ich habe viermal, also ich habe angefangen, ich musste mir Geld erschieben, deswegen habe ich so viel, weil ich hatte nichts mehr für mein Bauvorhaben. Kann ich zur nächsten Folge oder irgendwann, wenn ich dran denke, mache ich es wieder weg oder eigentlich ist es auch scheißegal. Wo ich angefangen habe, hier die Straßen wegzureißen. Hier waren natürlich auch einige Gebäude dazwischen, die ich selber mal gesetzt habe. Und da ist das Spiel mir dann abgeschmiert. Dreimal oder viermal. Und da habe ich natürlich jedes Mal die Aufnahme wieder gestoppt. Und bei dem Mal, wo es dann geklappt hat, habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ja, und dann wollte ich nach 2 Stunden auf Pause drauf Stopp drücken und ja, habe natürlich nichts aufgenommen. Ja, also ist das leider alles nicht da. Aber ihr seht ja, es hat geklappt. 6 Gleise. Muss natürlich die Stadt hier ein bisschen umbauen mit den mit dem Depot hier, beziehungsweise hier mit der Tramhaltestelle etc. Es muss natürlich alles ein bisschen zuwachsen. Was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass hier über Industrie sich ansiedelt und keine Wohngebäude. Aber naja, ist ja eigentlich auch egal. Dann habe ich noch hier ein wenig rumgebastelt, um den Bahnhof hier ein bisschen voll zu kriegen. Ich habe gedacht, ich baue mir hier mal so eine Gleisbaustelle. Und ihr seht es ja hier, das ist von diesem asiatischen Modder. Ich weiß den Namen nicht. Fire Dragon oder Dragon, irgendwas mit Dragon. Die heißen ja alle irgendwie Dragon. Und ja, hier haben wir jetzt einmal so einen Bauzug, der hier gerade einen Oberleitungsmasten setzt. Und hier hinten haben wir die Leute, die mit den Kabeln schon die Oberleitung hier wieder ranziehen. Und hier sind dann noch ein paar Techniker mit Laptops und messen hier irgendwie den Strom ein. Oder weiß der Kuckuck was. Ne? Ist ja klar. Hier fließen ja schon die 10, 20.000 1000 Volt oder wie viel die auch immer drin sind. Und die hier haben die Kabel noch mit bloßen Händen in der Hand. Das ist ja normal. Ist ja in echt auch so, ne? So. Ja, dann habe ich hier halt noch einen Dixie-Klon gestellt. 2 Arbeiter stehen schon mal davor. Walter ist wieder am Kacken. Dauert wieder etwas länger. Ja, ansonsten habe ich hier dann noch einen Kran hingestellt. Und hier unten wird quasi auch noch ein neues Gleis gelegt. Und der Bauarbeiter steht ein bisschen im Boden, hat ein paar kurze Beine. Ja, und jo, so ist das, ne? Jetzt sehe ich gerade halt die Züge hier, die fahren hier echt schnell rein in den Bahnhof. Und hier ist ja die Baustelle. Eigentlich müsste ich die hier mal so ein bisschen bremsen. Dass sie hier nicht mit 200 Sachen reinnageln. Wenn wir die mal so auf 80 setzen. Die dürfen noch nicht zu langsam. Auf jeden Fall muss ich beide Seiten upgraden. Mal hier ein kleines Stück zwischen den Weichen hier. Ne. Machen wir dieses Stück. So, haben wir hier quasi jetzt die Bremse eingebaut. Das könnten wir hier auf der anderen Seite dann auch gleich einmal machen. Und das reicht dann ja auch schon, wenn man so eine kleine Bremse hier drin hat. Ich muss das Sichtfeld schön klein haben. Dann wird das Stück nicht so lang. Okay, oder doch? Das ist mir etwas zu lang. Es reicht ja, wenn das ein kleines Stück ist. So. Genau, und dann seht ihr vielleicht auch schon, es hat sich noch was anderes geändert. Ich zeige euch das sofort. Lasst mich das gerade wieder anschließen. Achso, hier kommt er eh nur mit 91 an. Ja, gut, okay, dann bremst es da hier allein schon eh von der Kurve. Hier auf der anderen Seite fährt der TG Hürth noch mit 100 Sachen lang. Den könnten wir natürlich auch mal ausbremsen, ne? Auch auf 80. Bau nicht möglich. Ja. Gut, dann bremsen wir ihn zwar jetzt erst da aus, aber dann hat er da ja schon die 80 km/h erreicht. Das ist in Ordnung. Ja, genau, dann habe ich hier halt diese kleine Gleisbaustelle gebaut. Hier haben wir dann noch einen Kranwagen, der von der KÖV gezogen wird oder geparkt wurde. Ja, ansonsten bauen die Leute hier mit
Flying Fundamenten. Foundations. Ach ja, hier drüben habe ich noch ein paar S-Bahnen hingestellt, beziehungsweise einfach ein paar Wagen. Einmal hier die S-Bahn, die irgendwann dazu mal Einzug hält, hier auch im Hauptbahnhof. Dann hier noch drei Doppelstockwagen und hier hinten nochmal ein Intercity-Wagen, die einfach abgestellt wurden, um das alles so ein bisschen zu beleben. Ja, ansonsten habe ich die Streckenführung komplett geändert. Ihr seht ja, vorher ging das, kann man es so leicht erkennen, ging das hier mitten rein, einfach in den Tunnel. Wir fahren jetzt hier einmal nach Bad Füssingen. Hier geht ja die Intercity, beziehungsweise der ehemalige ICE fährt ja hier lang. Und jetzt fahren wir hier durch und halten hier auch nochmal an. Also die Stadt hat jetzt zwei Bahnhöfe. Und von hier geht es dann weiter einmal um den Berg rum. Vorher sind wir mitten durch den Berg durch, jetzt fahren wir um den Berg rum. Und ja, hier geht es ganz normal weiter. Da hat sich nichts geändert. Jo, ansonsten habe ich nichts geändert. Ja gut, ich habe natürlich die ganzen Tramlinien und Güterlinien geändert. Ach doch, es hat sich doch noch was geändert. Hier hinten geht es jetzt weiter. Ich habe hier nochmal eine weitere Brücke gebaut, um in das Industriegebiet zu kommen. Vorher ging es ja nur hier hinten lang. Und das war ja sowieso schon immer voll. Jetzt kann man auch noch hier lang fahren. Hier fährt man jetzt auch am Fernsehturm vorbei. Ich habe jetzt den Berliner Fernsehturm genommen. Leider kriegt man den gar nicht so in einer kompletten Größe drauf. Außer man zoomt halt weit weg. Ne? Aber gut, der steht halt da. Geht's hier über die Brücke rüber. Hier dann nochmal in einen kleinen Tunnel rein. Und wir kommen hier hinten im Industriegebiet raus. So kann ich zwei LKW-Linien hier rüber fahren lassen. Und da entlasten wir hier hinten auch wieder ein bisschen den Verkehr. Das sind leider allerdings LKW-Linien, die sowieso nur 3 oder 4 LKWs haben. Was jetzt nicht so dramatisch ist. Aber halt auch ein paar Autos können hier durchfahren. Und ja, somit entlasten wir die ganze Geschichte ein wenig. Das war dann jetzt aber wirklich alles. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich dann gerne eine Highspeed-Strecke bauen. Ich habe hier schon angefangen, die ersten beiden Gleise zu ziehen. Geht hier unten raus, hier unter dem Flughafen her und kommt dann hier hoch. So, sind wir hier zwar ein kleines Stück sechsgleisig, aber ich möchte jetzt mit der Linie halt hier parallel durch, dass wir hier durch den Bahnhof durchfahren. Wir werden hier nicht anhalten, weil hier hält ja schon der eine Zug. Es geht dann hier einfach direkt weiter. Ich muss mal gucken, wie das passt, ohne dass ich jetzt hier irgendwie so viel Kuddelmuddel mache. Und dann geht das hier hinten bis nach Greiz. Greiz ist auch eine große Stadt, 2500 Einwohner. Hier fährt ja der eine Intercity Harbach, Minden Harbach hin, der sowieso immer überlastet ist und die Züge sich zusammengefahren haben. So kann man hier dann vielleicht nochmal eine Speed-Verbindung aufbauen. Ihr seht es ja hier, hier warten 339 Leute. Und wo es dann direkt nach Minden geht. Ne? Also einmal hier so durch. Und die andere Richtung soll natürlich dann irgendwo hier oben hochgehen. Ich weiß nur noch nicht wohin. München hat zum Beispiel noch keine Anbindung, hat aber auch nicht so viele Einwohner. Generell scheint sich dieses wieder etwas abzuschwächen, dieser extreme Wachstum, den ich in den Städten hatte. Ihr seht es hier in der Kurve, die flacht ein ganz wenig ab. Es geht nicht mehr, so ganz gerade nach oben. Ja, also ich werde entweder München hier oder Gottschdorf werde ich anschließen, also eine von den beiden. Vielleicht auch gleich nach Gottschdorf gehen und dann hier nochmal mit einer S-Bahn reinfahren von München dann nach Gottschdorf. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, jetzt in der Folge geht es aber erstmal jetzt nur Richtung Greiz, dass wir diese Strecke einfach schon mal fertig bauen. Ich möchte das natürlich so haben, dass das nicht alles so wild aussieht. Deswegen habe ich das hier auch geändert und ich werde noch bei einigen anderen Stellen das ein bisschen schöner machen. Ja, dass das einfach alles so ein bisschen schicker aussieht. Auf der Strecke werde ich den ICE 1 fahren lassen, in meiner etwas modifizierten Version, mit 521 Passagieren. Jo Gott, hier fährt er nur 121, na, das geht nicht. Der muss hier schon mit voller Lotte rausdüsen. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier so gar kein. Ich möchte doch hier einfach noch gerade raus. Mal ein bisschen kürzer. So. Randa. Nee.
Ruanda. Das geht nicht, sagt er mir. Das geht nicht. Mal hier gucken. Brückenpfeiler-Kollision. Mit was soll er denn hier kollidieren? Hier ist doch nichts. Kann aber nicht dein Ernst sein, oder? Boah, Alter. Müssen wir jetzt hier nochmal gerade ein bisschen weiter wegreißen. Dann müssen wir uns hier halt schon voneinander trennen. Das ist ja schon wieder... gibt der Chili-Spiel wieder sein Bestes? Oh, nee. Kann ich aber nicht machen. Denn ich komme hier nicht von weg. Die Kurve ist nicht ausreichend. Und wenn ich mich jetzt hinten schon trenne, das sieht doch auch schon wieder... schon wieder scheiße aus. So, ich komme mit so einer ganz leichten Kurve nach da, aber das will ich doch gar nicht. Ich will ja eigentlich mich nur von diesem... Ah, so. So ist gut. Ich will mich ja nur so ein bisschen losreißen hier. Mal gucken, wenn ich jetzt hier direkt drauf gehe, was dann passiert. Was funktioniert. Eine etwas andere Streckenführung als die Bahn, die da jetzt ist, aber das macht ja nichts. So. Ich komme aber direkt drauf. Ja, ist klar. Das geht natürlich auch wieder nicht. Das wird natürlich jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht funktionieren. Brückenpfeiler-Kollision. Aber was ist denn? Das kann doch gar nicht sein. Oh, ist das belastend. Wir können natürlich den Bahnhof gerade umbauen, ne? Dass wir hier diesen Mittelbahnsteig nicht haben. Dann müssen wir das einmal machen. Track Layout. Müssen wir das einmal hier mit dem machen. So, dann kann das hier hinten alles einmal weg. Dann kann auch die Strecke hier direkt drauf gehen. So. Warte, was leckt das denn jetzt so? Und die kommt dann auch hier direkt drauf. So. Dann ist die Strecke wieder glücklich und wir sind hier auch glücklich. Sehr schön. So, dann haben wir die... Oh, was schreibt denn hier die ganze Zeit, ey? Müssen wir gerade hier den Google-Ton ausmachen? So. So, schön. Dann haben wir das. Jetzt ist nur die Frage, ob ich hier die Brückenart nicht ändere. Jetzt habe ich das gerade gemacht. Weil wir hier jetzt die rote Brücke haben. Bei der Schnellfahrtstrecke müssen wir mal gucken. Also Schnellfahrtstrecke ändere ich jetzt auf die Beton. Das passt besser zum Bahnhof. Und hat auch mehr die Optik einer Schnellfahrtstrecke. Und nicht die, die Optik einer... Ach, ich weiß nicht, wie schnell die Züge nachher fahren. Am besten wollen wir mal auf 360 gehen, wa? Das wird natürlich richtig teuer. Aber gut, ich habe ja das erschietete Geld. Bitte, jetzt macht er nämlich hier diese Schnellfahrtbrücke. Das ist vielleicht ein bisschen... schicker. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt 360 schafft der CE1. Ich glaube, der schafft nur 280, ne? Aber egal. Für die Zukunft, wer weiß, was wir hier irgendwann nochmal für Züge haben. Daran soll es dann auf jeden Fall nicht liegen. So. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hier lang? Wenn wir geradeaus durchgehen, dann kommen wir hier oben wahrscheinlich irgendwo raus und gehen mit der Feldstrecke hier rüber. Und da hinten schon wieder rein in den Berg. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch hier mit reingehen und mich dann wegdrehen. Weil ich das nicht möchte, hier so ein Kuddelmuddel, ne? Ihr versteht das. Obwohl die Bahn fährt eine ganze Ecke höher. So, ich muss jetzt irgendwie sehen, dass ich in die Erde komme. Und hier darf das ja natürlich nicht kreuzen. Das sieht aber schon irgendwie fast so aus. Wenn hier geradeaus weitergeht. So, das wird natürlich richtig teuer. Hier sind wir deutlich in anderen unterschiedlichen Höhen. Und wo kommen wir jetzt hier raus? Und ziemlich auf der Höhe.
Sind auf jeden Fall irgendwie hier höher. Noch ein bisschen höher. So. Das Wichtigste ist halt, dass wir uns hier nicht berühren. Das tun wir definitiv nicht. Na gut, kostet ja nur 131 Millionen. So. Zeitlich ist das eigentlich auch schon wieder vorbei hier. Komm, bitte geh jetzt einfach daran. Oh. Warum geht er denn jetzt wieder nicht? Ich will doch einfach nur hier einen Tunnel bauen. Was hat er denn für ein Problem? Also manchmal ist das Spiel echt... echt nervig. So. Jetzt aber? Nö. Bis dahin geht's. Ja, es ist... steh einer, ey. So. Wahnsinnig hoch sind wir hier nicht. Jetzt ist die Frage, wir werden jetzt hier einmal meine Lieblingsbrücke wieder hinsetzen. Obwohl, wir können heute die Schnellfahrtbrücke nehmen, ne? Lass uns doch mal die Schnellfahrtbrücke nehmen. So wie sie eigentlich vorgesehen ist. So. Höhe, Länge. 360. Oberleitung natürlich. Wahrscheinlich kann ich jetzt gleich den halben Tunnel wieder abreißen. So, ich das Ding jetzt hier so rübersetze, ne? Passt das denn jetzt? Da ist meine Brücke. Wie sieht das aus? Boah, das ist doch mal ein wunderschönes Bauwerk, wa? Na gut, jetzt kann ich den Tunnel halt wieder abreißen. Weil das von der Höhe überhaupt nicht passt. Hätte ich vielleicht mal früher dann früher hinsetzen sollen. Ich baue ja so eine Strecke jetzt auch nicht zum ersten Mal. Hätte man drauf kommen können, ne? So. Und dann gehen wir jetzt hier drauf auf die Brücke. Zack. So, Tunnel wird einmal der hier. 120. Ja, ja, das ändert sich jetzt gleich. Ist es die? Nein. Die? Nein. Die? Nein. Die? Die ist es. Autosave. Nehmen wir das mal Autosave. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in ein paar Tagen wieder hier in der Season 2. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir dann in der nächsten Folge einmal hier unsere Highspeed-Strecke in Betrieb nehmen. Beziehungsweise wir müssen ja noch in die andere Richtung auch noch bauen. Und ja, ne? Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, würde ich sagen, sehen wir uns in 3 Tagen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.